Wehe mir, wenn ich dann wiederum, wenn ich meinen Sinn im Leben, in Beziehungen suche, wenn mein Ehemann mich glücklich machen muss oder meine Kinder, dann haben wir Probleme. Mhm. Menschen dürfen nie diese Stellung von Gott in meinem Leben einnehmen, sonst überlaste ich die Beziehung. Das können sie nie und den Fehler machen wir immer wieder, ich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Gerade in den Covid-19-Zeiten, in denen wir sind oder die wir hinter uns haben, haben viele Menschen die Erfahrung von Einsamkeit und Isolation machen müssen. Manchen wurde erst da bewusst, dass der Mensch auch ein Herdentier ist. Auch Christen bilden da keine Ausnahme. Auch und gerade sie bauen auf die Gemeinschaft aller Menschen, untereinander, aber auch mit Gott. Möglicherweise kann das Letztere ein Weg sein, fehlende Gemeinschaft mit Menschen zu kompensieren. Unser heutiger Gast hat sich darüber einige Gedanken gemacht, auch aus eigenen Erfahrungen. Ich begrüße Sie herzlich heute hier im Studio, Nicola Vollkommer. Vielen Dank. Ich habe gerade das Wort Herdentier benutzt, um einfach auszudrücken, dass der Mensch hier ein Gemeinschaftstier ist sozusagen. Stimmt das so? Stimmt das so für jeden? Und was bedeutet das für uns alle, wenn wir das denn nun sind? Ich denke, diese Covid-19-Zeit hat gezeigt, dass Online-Beziehungen und Digital-Beziehungen einfach nie ein Ersatz sein können für Real-Life-Beziehungen. Und ich denke, da ist keiner ausgenommen. Man freut sich immer, jemanden zu treffen, mit dem man Gemeinsamkeiten hat. Und ja, auch Aussteiger haben ihre Gemeinschaften und verstehen sich miteinander gut. Ich denke, es führt kein Weg dran vorbei, an irgendeinem Miteinander. Ja, ich denke manchmal so, es gibt natürlich Leute, die sich sehr als Individualisten bezeichnen und dann sagen, naja, andere Leute brauche ich nicht. Aber am Ende, wie Sie gerade schon sagen, auch die Aussteiger rotten sich zusammen und sie dann Aussteiger rotten. Genau. Wie auch immer, aber Ihr Buch, aber auch die Grundlage unseres heutigen Gesprächs hat ja vor allen Dingen mit Ihren eigenen Erfahrungen zu tun. Die Erfahrung von Gemeinschaft oder von fehlender Gemeinschaft ist bei Ihnen ja doch öfters im Leben vorgekommen. Das hat einfach mit Ihrer Lebenssituation zu tun. Was war da besonders wichtig und wo ist das ausschlaggebend geworden? Ja, es war ein Leben voller Kontraste. Also ich bin sehr früh mit meinen Eltern, als ich ganz klein war, wir sind nach Afrika gezogen. Nordnigeria haben wir gelebt. Da waren wir schon als Expats, waren wir, hat man das genannt, Ausländer, waren wir irgendwie Exoten. Und dann von kam, wo sind Sie nach Nigeria gezogen? Von England. Also mein Vater war Engländer, meine Mutter war Deutsch. Ich war schon so ein Three-Culture, Drei-Kultur-Kind, nennen wir das auf Englisch, Third-Culture-Kid. Und von dem her waren verschiedene Kulturen schon mit dabei. Und dann von diesem, so eine Art Pippi-Langstrumpf-Leben haben wir da geführt, auf dem Pampa, barfuß durch die Gegend gezogen, kein Fernseher, kein Kino, kein Spielzeugläden. Es war wirklich Pippi-Langstrumpf, ohne Affe, aber Pferd und Hund und alles Mögliche war auch dabei. Herrlich, ja. Und dann ab ins Internat oder amerikanische Schule zwischendrin. Wir als Briten auf eine amerikanische Schule, da mussten wir unseren Akzent umstellen und dann mit unserem breiten Amerikanisch nach England auf ein ganz schicken Internat. Da mussten wir wieder Britisch sprechen und Uniform tragen, Schuhe anziehen, eine Qual, Strumpfhose. Bevor wir von diesen Auswirkungen sprechen, noch mal ganz kurz. Nigeria haben heute Menschen vor Augen. Großes Land, riesige Bevölkerung, eigene Probleme, einige Probleme, Erdöl. Wie war das damals? Da war das gerade in die Unabhängigkeit gegangen. Genau. Für uns war es eine Idylle am Anfang. Und dann, meine Eltern waren da hingezogen, um Ruhe. Es galt als ruhiges Land. Das ist sehr, das ist heute unvorstellbar. So, ja. Unvorstellbar jetzt. Und sind dann schnurstracks mitten in diesen Bürgerkrieg, in den Biafra-Krieg hineinspaziert. Also es gab, um das einfach zusammenzufassen, ein Stamm, der Ibo-Stamm, der gemobbt wurde von den anderen in Nordnigeria. Da waren Neidereien. Oft, wenn eine Besatzungsmacht sich zurückzieht, dann kommen diese alten Stammesfäden hoch. In Osteuropa war es auch so ähnlich. Und dann gab es diesen brutale Krieg gegen die Ibos und dann zwischen Ibos und dem Rest des Landes. Und das haben wir voll mitgekriegt. Also mit 7 Jahren schon ein Mord mitgekriegt und dann mehrere. Und das hat schon tief geprägt. Das war auch eine dieser Kontraste, dieser idyllische, abgelegene Alltag, fernab der Zivilisation.
mit unseren Tieren und unserem Alltag und dann plötzlich die Unsicherheit des Lebens, die Brüchigkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens da mitten rein. Mussten Sie deswegen auch aufs Internat, weil die Eltern gesagt haben, das ist so gefährlich für die Kinder? Nee, da wurden alle Briten. Ah ja, muss man raus. Also wir hatten Glück, dass wir erst mit 12, also manche wurden schon mit 6 nach England geschickt, das ist unvorstellbar jetzt. Aber das war damals üblich, wenn du da im Dienst ihrer Majestät leben wolltest, dann kamen die Kinder ins Internat, weil es da einfach keine Schulen gab, außer diese Missionarschule für Amerikaner. So von außen betrachtet würde ja, ich weiß nicht, ob jeder, aber viele Leute doch sagen, oh, ein faszinierendes Leben. Die hat so vieles erlebt, in England geboren, Nigeria und dann Internat und so weiter und so weiter. Inzwischen leben sie ja in Deutschland, sind mit einem deutschen Mann verheiratet. Klingt exotisch, klingt aufregend, aber für sie war es nicht nur aufregend. Es war beides. Also es hat viele Vorteile. Man lernt flexibel zu sein, anpassungsfähig. Man muss schon gute Nerven entwickeln. Aber ich fand es schon manchmal sehr schwierig, weil du dann manchmal nicht weißt, wo gehörst du eigentlich hin. Und da kam das Thema, dass das insgesamt ein Bild für unser Leben ist, weil ich glaube, es geht jedem so. Irgendwann in seinem Leben. Wo ist mein Platz im Leben? Wozu bin ich hier? Wer hat sich mein Leben ausgedacht? Wessen Idee bin ich? Also diese viele Kontraste und Änderungen in Wechselbad in meinem Leben haben schon sehr früh im Leben dazu geführt, auf diese Grundfragen, wer bin ich? Ja, gerade die Kindheit prägt natürlich unbedingt. Genau, aber das ist unser aller Geschichte, glaube ich, in irgendeiner Form. In welcher Form? Also es gibt ja genauso Leute auch, die bis an ihr Lebensende, das wird zwar immer seltener, aber bis an ihr Lebensende doch mehr oder weniger im gleichen Ort oder zumindest in der gleichen Region gelebt haben. Auf die bin ich manchmal sehr neidisch. Ja, und die vielleicht auch wirklich Sie verwurzelt sind. Ich denke, es geht tiefer. Es ist schon das Gefühl, und vor allem wenn Leid und Tod und Unsicherheit in unser Leben kommt und diese Aspekte, mit denen ich viel zu tun hatte, sind bei jedem von uns gleich. Irgendwann kommt eine Zeit, in der alles nicht mehr so sicher ist. Und wer trägt mein Leben? An wen kann ich mich wenden? Wer gibt mir Halt? Auf die Fragen bin ich dann sehr früh im Leben gekommen durch diese. Würden Sie sagen, Sie sind in der Kindheit schon darauf gekommen? War das schon eine bewusste Reflexion dessen, was passiert hier mit mir? Oder haben Sie mehr so gelitten und dann hinterher darüber nachgedacht? Beides. Also meine Eltern waren sehr fröhliche, gläubige Christen, Bekennende. Und wir hatten viel Kontakt zu Missionaren. Wir sind eine Zeit lang auf eine Missionarschule gegangen, eine amerikanische Missionarschule. Und die Lehrer hatten wirklich diese Vision, die Kinder mit dem Herrn in Verbindung zu bringen, haben das auch sehr fröhlich gemacht, sehr gewinnend. Es war kein, jetzt musst du dich bekehren, Evangelium, es war eine Einladung. Und in der vierten Klasse hat meine Lehrerin, vierte Klasse, das Buch Spuren im Schnee mit uns gelesen, von Patricia St. John, ist hier auch bekannt. Und da habe ich als 8-jähriges Kind ganz bewusst diese Entscheidung für Jesus getroffen. Es geht um ein Mädchen, Annette, die ihre Mutter verliert und zuständig ist für ihren kleinen Bruder und also eine tiefe Verbitterung hat mit einem anderen Jungen im Dorf. Das findet in der Schweiz statt. Und wie sie dann zu dieser Entscheidung kommt, sie muss umkehren von dieser Bitterkeit und dieser Konkurrenz und muss ihr Leben Jesus geben und dann, wie sie davon frei wird und diesem Kerl vergeben kann, der ihr auch und das Buch hat sie fasziniert. Hat mich fasziniert. Ich fühlte mich sehr ähnlich wie Annette und konnte mich mit ihr identifizieren. Und das war so der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich wirklich eine ernsthafte Entscheidung war. Und natürlich unterstützt durch dieses Gefühl von Unsicherheit und Krieg um uns herum und nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Und dann später Internat und all diese anderen Kontrastdinge, die gekommen sind in mein Leben, immer wieder mich daran zu erinnern, durch das Lesen der Bibel, es läuft hier eine andere Geschichte, eine sehr sichere Geschichte, eine Geschichte, die mir Halt gibt. Ich bin nicht allein. Das war so eine wachsende Erkenntnis, natürlich unterstützt durch das ganze fromme Programm, das ich Jugend und Gitarre lernen und in die Sonntagsschule gehen und dann später, als ich an der Uni war, in die christliche Gemeinschaft, die Studentengemeinschaften und so weiter, sehr unterstützt. Ich überlege gerade, wie Sie das als Kind nicht nur gehört und aufgenommen haben, sondern es auch so erleben konnten, dass es tatsächlich diese Isolation, die Sie möglicherweise manchmal verspürt haben, oder dieses Alleinsein, dass es das kompensieren konnte.
Können Sie sich noch erinnern, wie das war? Also zum einen an die Situation, oh, ich fühle mich nicht wohl, weil ich hier nicht dazugehöre. Zum anderen aber auch an die Verbesserung dadurch, was Sie dort gelernt oder erlebt hatten im Glauben. Ich war immer sehr fasziniert von dem Kreuz Jesu. Wenn ich durch die Bilder durchschaue, die ich als Kind gemalt habe, irgendwo ist immer die Kreuzigung dabei. Das fasziniert mich jetzt im Nachhinein. Hat mich tief bewegt, dass dieser Gott, schon als Kind hat es mich nicht losgelassen, dieser Gott, der diese Welt schaffen kann, der sowas hinkriegt, wie ein Regenbogen oder ein Mensch oder ein Baum, all die Dinge, die man so selbstverständlich nimmt, dass er das alles geschaffen hat, aber sich für mich interessiert, nicht nur das, auf die Erde gekommen ist, dass mein Name ihm ein Begriff ist, mein Schicksal ihm nicht egal ist und dann bis hin zum Kreuz von Golgatha, um diese Entfernung von ihm, diese Trennung, die dann am Anfang die alte Geschichte von Adam und Eva spielt sich in jedem Leben ab. Und das Wissen, dass er bereit war, diesen Preis zu bezahlen. Und dann die Auswirkung, die seine Nähe auf viele Menschen hat, die ihm begegnet sind. Das hat mich als Kind schon fasziniert, dieses Vorher, Nachher in den Begegnungen mit Jesus Christus, aber auch mit Gott selber im Alten Testament. Und wir haben uns richtig getränkt in diesen Geschichten als Kinder. Wir hatten ja nicht viele Bücher und haben die alten Choräle in- und auswendig gekannt. Aber es wurde Realität, glaube ich, durch diese Unsicherheiten in den äußeren Umständen. Dass es einen gibt, der einsam wurde, damit wir nicht einsam werden müssen, der sich außerhalb der Stadt in dieser Folter Ort begeben hat, den schlimmsten Schmerz erlebt hat, den ein Mensch erleben kann. Und ich glaube, da ist irgendwo der Ansatzpunkt, wo man wo das Problem nicht gelöst wird, aber es hört auf, ein Problem zu sein, weil es dann nicht mehr um mich geht. Es geht. War das Ihr Rezept, also sich ein bisschen zurückzunehmen und nicht mehr das eigene Problem in den Mittelpunkt zu stellen oder sagen und dann sagen zu können, also ich lasse dich da jetzt mal irgendwie rein, Jesus? Das ist eine tägliche Entscheidung, zu sagen, it's about you, es geht nicht um mich, sondern es geht nicht um die Erfüllung meiner Wünsche, es geht letztlich um dieses und nicht durch ein Ich muss oder Zwang, sondern wie ich sagte, diese Begegnungen, von denen man liest in der Bibel mit Jesus. Es war so wie eine Gaga-Freude danach, wie die Leute verwandelt waren. Wenn man die Samariterin anschaut oder die Emmaus-Jünger, hat unser Herz nicht in uns gebrannt, als er mit uns redete, sein Wort für uns eröffnete. Wie haben Sie das gerade genannt? Gaga-Stimmung? Oder wie ich nenne es einfach herrlich. Für mich. Es ist dieses Wow, das Problem ist nicht gelöst. Hiobs Problem war nicht gelöst, als er gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber er hat gespürt, hier wird eine andere Geschichte erzählt. Ich bin Teil davon. Das haben Sie als Kind schon so gespürt, aber nun ist ja kindliche... Noch nicht formuliert. Ah, ja. Okay. Aber immer wieder, wow, dieser Wow-Effekt, wenn man die Bibelgeschichten, wenn man sie nicht analysiert oder akademisch anschaut, sondern sich selber in ihnen findet und sucht, darf auch Teil von dieser Heilsgeschichte werden. Und in kleinem Format darf ich das Gleiche erleben in dieser Begegnung mit Jesus Christus. Und dann, wie gesagt, ich kann nicht alles abhaken, Problem gelöst, 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 sondern eine andere Geschichte fließt hinein. Und das Zentrum wird anders. Dein Wille geschehe und nicht mehr meine. Ah, ja, ja. Also darauf, worauf man sich konzentriert ist, wird anders. Ja, deshalb, es hat mich fasziniert, immer mehr, wie Hiob dieses Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, gesagt hat, noch bevor irgendein Problem gelöst war. Oder Hannah, die unter diesem Kinderwunsch gelitten hat, geht sie in diese Gebetsstätte und kommt raus und dann liest man, sie hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Mhm. Und diese Schiene bin ich immer fasziniert gefahren. Moment mal, er hat ihr Problem nicht gelöst, sie ist genauso unschwanger wie vorher. Ja. Aber sie ist wieder fröhlich. Warum? Weil sie was Größeres gefunden hat als die Erfüllung ihrer Wünsche. Und das ist ein bisschen das Thema, mit dem ich mich in all diesen Bruchstellen in meinem Leben beschäftigt habe, aus der Not heraus eigentlich. Ein Teil der folgenden Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet, indem Sie jetzt auf Hannah und auf Hiob verwiesen haben. Aber mir ging so durch den Kopf bei der Vorbereitung auch die Bibel oder auch unsere christlichen Kirchen. Wir sind ja eigentlich von der Botschaft her auf Gemeinschaft ausgerichtet. Ja. Communio,
Das ist eigentlich das zentrale Wort oder auch das letzte Abendmahl. Das ist immer Communio. Gibt es eigentlich auch Stellen, wo es eben um die Einsamkeit geht? Und ist das irgendwie so von, würden Sie das für sich interpretieren, auch von Gott so angelegt? Oder warum gibt es Menschen, die eben einsam und alleine sind? Soll das auf Gemeinschaft hinführen? Konnten Sie für sich da eine Bedeutung drin sehen und finden? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Fangen wir doch mal mit dem einen an. Gibt es Einsamkeit in der Bibel nochmal irgendwie? Gibt es sehr viel sogar. Also Elia in der Wüste, Jesus in der Wüste, Hagar in der Wüste. Da gibt es reihenweise Johannes der Täufer. Und ich glaube, das gehört dazu. Dieses Jesus hat sich immer wieder absichtlich zurückgezogen, dieses sich füllen mit der Gegenwart Gottes, sich, weil das ist die wichtigste Beziehung. Gut, das war eine absichtliche Einsamkeit. Das war eine absichtliche Einsamkeit. Also die Sie gespürt haben, war ja keine Absicht. Nee, aber ich sehe jede Einsamkeit als eine Art Visitenkarte aus der Gegenwart Gottes. Das, Moment mal, das ist die Beziehung aller Beziehungen, das ist die einzige, die mich wirklich erfüllen kann, die über den Tod hinaus mich erfüllen kann. Und wehe mir, wenn ich dann wiederum, wenn ich meinen Sinn im Leben, in Beziehungen suche, wenn mein Ehemann mich glücklich machen muss oder meine Kinder, dann haben wir Probleme. Mhm. Menschen dürfen nie diese Stellung von Gott in meinem Leben einnehmen, sonst überlaste ich die Beziehung. Das können sie nie und den Fehler machen wir immer wieder. Ich auch, ich muss immer wieder, wenn ich enttäuscht bin von einer Beziehung, muss ich mich fragen, habe ich zu viel auf diese Beziehung gesetzt? Habe ich etwas hineingelesen, was nicht da war und diesen Menschen überfordert? Und ich sehe all diese Dinge als Einladung zurück zur Quelle, zurück zu dem, der meine Seele wirklich satt machen kann. Und von dort aus dann lernen, gesunde, angemessene Beziehungen zu führen. Das könnte ja auch in die andere Richtung gehen. Ja, also so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, mich, oder ich drücke es mal in meinen Worten aus, sich nicht so abhängig von anderen Menschen machen, dass ich ohne die nicht leben kann. Mhm. Das könnte wiederum auf der anderen Seite bedeuten, dass ich mich so zurückziehe, dass ich die anderen gar nicht mehr brauche. Das ist eine Art, ich komme alleine zurecht. Mhm. Ich brauche niemanden. Also ich glaube, in Jesus finden wir das richtige Gleichgewicht. Dieses Zurückziehen. Und dann hatte er seine sehr engen Kreise. Es waren nicht viele, es waren ja die drei ganz engen. Und dann seinen breiteren Kreis. Und dann die ihm irgendwie an ihm hingen, ihm nachgefolgt sind. Also da sehe ich schon ein Muster. Er war ein sehr starker Beziehungsmensch. Er hat geweint. Viel. Also jetzt finde ich auch ein interessantes Thema. Aber er war nicht verheiratet und hatte keine Kinder zu Hause. Nee, aber er hatte was. Sehen Sie da dann auch ein Modell, was das angeht? Dass wir alle unverheiratet bleiben. Dann säßen wir nicht mehr hier, ne? Ich sehe das Single-Sein als Geschenk, genauso wie das Verheiratet-Sein. Ja. Ich glaube, die Bibel gibt beiden Ständen einen großen Stellenwert. Und das hat auch mit dem Thema zu tun, das anzunehmen, was der Herr mir schenkt. Ich habe mir eben noch mal vorgestellt, dass jetzt möglicherweise am Fernseher alte Menschen auch sitzen, Partner verloren, Kinder nur noch lockerer Kontakt. Da sitzt man dann jetzt in seiner Einsamkeit und da sitzt jetzt diese Frau Vollkommer und die sagt mir, die Einsamkeit ist eine große Chance, du kannst dich da auf Gott konzentrieren und der nimmt dir da auch einiges weg. Ich werde möglicherweise sagen, das habe ich so oft versucht, das klappt nicht. Mhm. Also das ist Quark, was die Frau erzählt. Das kann ich gut, ich würde es nicht ganz jetzt so ein bisschen, sagen. Ja. Ich provoziere jetzt ein bisschen, aber sehen Sie auch eine Möglichkeit, Sie haben es früh gelernt und haben für sich einen Weg gefunden, sehen Sie auch eine Möglichkeit, das mit 70, 80, 90 sich nochmal auf sowas einzulassen? Ich denke, da haben wir als Kirchen eine Aufgabe. Also eigentlich ist die Kirche beauftragt, auf die Einsamen zuzugehen, dorthin zu gehen, wo Menschen weinen, tröstet die Traurigen, gibt Nahrung denen, die Hunger haben. Das Thema zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch, dass wir selber die Lösung werden sollen, ja, auf die Einsamkeit der anderen. Da würde ich fragen, wo ist die lokale Gemeinde, dass wir da hingehen. Und dann natürlich auf diesen Gott hinweisen. Ich glaube, das gehört ein Stück weit dazu, dass man selber, ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Da würde ich sagen, wir machen das wie Jesus, wir dienen den leiblichen Bedürfnissen, den Einsamkeitsbedürfnissen der Menschen, um auf den Herrn hinzuweisen. Guck mal, hier ist die eigentliche Quelle,
die dann bleibt, auch wenn ich nicht mehr da sein kann oder wenn wir dir das nicht geben können, was du wirklich brauchst. Das heißt, Sie würden jetzt eher so sagen, also wenn jetzt jemand ein alter einsamer Mensch sitzt, dann wäre es für Sie eher ein Appell daran, dass die Gemeinde sich um den kümmert. Auf jeden Fall. Aber wenn jetzt keine Gemeinde ist? selber hingehen, ja. Jemand finden, der hingeht. Ich meine, ich bin mit einem Pastor verheiratet, die Anfragen kommen ständig auf uns zu. Da sitzt jemand, der Hilfe braucht, der einsam ist, der gerade im Krankenhaus liegt, der mit einem Schicksalsschal zu tun hat. Das ist der Job von einer Gemeinde. Und ich denke, wenn es in irgendeinem Ort gar keine gibt, dann müssen wir beten, dass es eine gründen oder eine zum Leben erwecken, die da ist und vielleicht Möglichkeiten hätte. Also da wird es ganz praktisch. Ich frage nochmal so, wie findet man Heimat in Gott? Denn so kann man das ja zusammenfassen, Heimat in Gott zu finden. Wie kann man das praktisch machen? Also natürlich ist das durch Gebet, durch Meditation, nehme ich jetzt mal an. Aber dass man sich da so verankern kann, dass diese Fragen dann doch relativiert werden. Haben Sie da ein paar praktische Tipps? Die ganz klassischen, orthodoxen Umkehren. Dem Herrn mein Leben hingeben. Es fängt nicht an mit der Suche nach der Lösung meiner Probleme, sondern die Suche nach Gott um sich seine Selbstwillen. Ich glaube, da fängt es an, wenn man diese Begegnungen in der Bibel anschaut, dass man Gott einfach, weil man die Wahrheit sucht, weil man das Richtige tun will, wenn es ihn gibt, dann will ich ihn doch kennenlernen. Ich will wissen, was er von mir möchte, dass die Frage ein bisschen ein anderes wird. Was will er von mir und nicht, was will ich von ihm? Und wie nehme ich das dann wahr, was er von mir will? Ich würde sagen, ich fange an, in seinem Buch zu lesen. Und dann spricht das, ein offenes, suchendes Herz wird ihn finden. Und dann haben wir die Anweisung, kehre um von deiner Sünde, diese ganz altmodischen Wörter, die nicht mehr so gerne gehört werden, tue Buße. Bekenne deine Sünde, komm zurück in diese Gemeinschaft mit ihm, die verloren ging am Anfang der Geschichte und lass dich versöhnen mit Gott und bring dein Leben in seine Nähe, zu seinen Bedingungen. Und ich glaube, da fängt es an, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und was willst du von mir, was sind deine unerfüllten Wünsche, Herr? Und ich glaube, das fängt an mit diesem ganz klassischen Umkehr. Was sind deine unerfüllten Wünsche, Herr? Das ist ein interessanter Satz. So, also, welche Antworten wären denn dann möglich? Sind das eigentlich Standardantworten, die, wenn ich die Bibel lese, dann komme ich schon da drauf? Und für jeden ist das die gleiche Antwort oder sind das sehr individuelle? Ich denke, es ist ganz praktisch. Ich denke nur ein Beispiel von mir. Ich ging mal lange spazieren. Ich gehe oft spazieren, wenn mir irgendwas auf der Seele drückt. Ich war besorgt um Menschen, die mir sehr nahe stehen. Richtig so besorgt, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Und gleichzeitig, wir hatten 3 Kinder. Mein Mann wollte ein viertes und ich hatte genug von Kindern und hatte Schluss gemacht. Und ich ging lange spazieren und ich hatte das Gefühl, ich habe es nie so erlebt, ich habe einfach gebetet, mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet, sollen wir ja machen. Ich kam nach Hause, ich hatte totalen Frieden über diese Sache mit diesen Personen, über die ich mir Sorgen gemacht habe und ich wusste, dass wir ein viertes Kind bekommen werden. Ich wusste tief in mir drin, es war, als ob Gott einfach das Thema gewechselt hatte. Und mir was ganz anderes in die Ohren geflüstert. Und ich denke, dafür müssen wir offen sein. Bei Hiob war es auch so. Gott hat das Thema gewechselt. Diese langen Kapitel am Ende, wo Hiob so lange geklagt hat. Und wer fühlt da nicht mit, was der Mann durchgemacht hat? Und am Ende gibt Gott ihm eine Offenbarung seiner Herrlichkeit. Und ich denke, wenn wir diese Geschichten wirklich uns im Wort Gottes auskennen, uns füllen mit diesen Geschichten, dann fangen wir an, dasselbe zu erleben oder hellhörig zu werden. Vielleicht will er mein Problem jetzt nicht unmittelbar lösen, aber mich auf ganz andere Gedanken bringen. Auf die verfolgten Christen, die Gebet brauchen, eine Spende zu machen. Hier, da oft habe ich das erlebt, dass ich mit schwerem Herzen in ein Gebetszeit sehr beschäftigt mit irgendwas, was mir auf dem Herzen ist und mit ganz anderen Gedanken. Für bitte für irgendwas. Oder ach, die könnte ich besuchen. Oder die hat heute Geburtstag. Oder der alte Mensch, der alleine sitzt. Vielleicht sind das Gottes Wünsche. Und dann, das steckt drin in diesem, was Jesus gesagt hat. Der Klassiker von Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere, was du brauchst, wird dir hinzugefügt werden. Und ich glaube das von ganzem Herzen. Ich erlebe das auch. Als letztes noch. Wer
Auch das kann ja sehr praktisch sein. Also wer Einsamkeit erlebt hat oder ausgeschlossen zu sein von einer Gemeinschaft, empfindet das natürlich auch als Ablehnung oder als Verletzung möglicherweise oder ja, Missachtung mindestens. Wie geht man damit um, auch als gläubiger Christ, wie gehen Sie damit konkret um? Nehmen Sie das auch irgendwie als einen Hinweis oder nehmen Sie das einfach in Kauf oder was machen Sie damit? Wenn ich abgelehnt werde, weil es einfach nicht gegenseitig ist, dann muss ich das, oder das Interesse nicht gegenseitig ist, ich muss das einfach abgeben, kurzen Prozess damit machen und Staub von dankbar sein für die Freundschaften, die ich habe und sehr enge, gute Freundschaften. Ich glaube nicht, dass man viele braucht, um gut durchs Leben zu kommen. Und dann von dieser Quelle her, wenn diese Beziehung zu Jesus lebendig ist, täglich lebendig, dann glaube ich, wir sind ausgerüstet, um mit allen Widrigkeiten klarzukommen, die in unserer Beziehungswelt auftauchen. Auch das Unrecht, das manchmal geschehen kann, oder das Mobbing, oder die Verletzungen, oder das im Stich gelassen, oder sogar bis hin zu Zerbruch einer Ehe. Ich glaube, es gibt da Heilung in seiner Gegenwart, dass wir auch auf der horizontalen Ebene klarkommen, bei allen Tränen und Schmerz, der wirklich da ist. Und wo man Zeit braucht, um drüber hinwegzukommen. Ich glaube, dass Sie manchem Zuschauer, mancher Zuschauerin doch Mut gemacht haben mit dem, was Sie gerade erzählt haben, auch abgedeckt mit Ihren eigenen Erfahrungen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.